unsere Themen am Freitag. Bürgerinitiative lässt nicht locker. Deutsch-Polnischer Infotag. Und flauschige Vierbeiner auf Wohnungssuche. Das und mehr gleich hier bei LTV Aktuell. Laufen Sie für den Tierpark beim 8. EG Wohnen Charity Lauf. Los geht's am 6. Juli um 10 Uhr. Die Startgebühr beträgt 1 Euro und geht als direkte Spende an den Cottbuser Tierpark. Und für jede gelaufene 2-Kilometer-Runde legt die EG Wohnen noch 1 Euro drauf. Alle Läufer erhalten an diesem Tag bis 13 Uhr freien Eintritt zum Tier- und Spreeauenpark. Also jetzt anmelden unter eg-wohnen.de oder telefonisch unter Cottbus 75 28 350. Der 8. EG Wohnen Charity Lauf am 6. Juli im Cottbuser Tier- und Spreeauenpark. Hallo und herzlich willkommen bei LTV Aktuell am Freitag. Heute Morgen kam es in der Dresdner Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Straßenbahn hat einen Fahrradfahrer angefahren. Die Ursache ist noch unbekannt. Rettungskräfte mussten den 53-Jährigen mit Verletzungen ins Krankenhaus bringen. Die Polizei ermittelt jetzt gemeinsam mit einem Experten von der DEKRA nach der genauen Unfallursache. Neben der Brachfläche am Blechenkarree gibt es jetzt noch mehr Pflanzen. Das und weitere Neuigkeiten aus der Stadt jetzt in den Kurznachrichten. Ein bisschen Grün für die Brachfläche. Die Bürgerinitiative Schönes Cottbus hat heute zum zweiten Mal den Randbereich der Brachfläche am Blechenkarree bepflanzt. Dieses Mal hat die SPD die Pflanzaktion unterstützt. Die Bürgerinitiative will damit weiter für eine Begrünung der Fläche kämpfen. Sie prangern Oberbürgermeister Holger Kelch an. Er hat vor 6 Wochen angekündigt, dass ein Teil der Brache begrünt wird. Außerdem haben sie in dem Rahmen weiter Unterschriften gesammelt. Die 5000. Unterzeichnerin wurde mit Blumen und der Brachflächenpostkarte empfangen. Party statt Büffeln. Der Studierendenrat der BTU Cottbus-Senftenberg lädt heute und morgen zum BTU-Sommerfestival ein. Heute Vormittag liefen die letzten Vorbereitungen. 30 Künstler und Künstlergruppen spielen auf 3 Bühnen. Dazu gibt es auf dem Zentralcampus ein Rahmenprogramm von verschiedenen Cottbuser Einrichtungen und kleine gastronomische Angebote. Jetzt läuft das Festival bereits. Morgen geht's nochmal um 13 Uhr los. Der Eintritt ist frei. Straßensperrung in und um Cottbus. Die Marloer Hauptstraße wird ab Sonntag halbseitig gesperrt. Ab Montag beginnen zwischen Gelsenkirchener Allee und Spreestraße die Bauarbeiten. Dort wird eine Weiche gewechselt. Der Verkehr aus Norden wird an der Baustelle vorbeigeführt. Der Verkehr aus Richtung Süden wird über die Gelsenkirchener Allee umgeleitet. Am 30. August sollen die Baumaßnahmen voraussichtlich abgeschlossen sein. Ab Montag wird außerdem auch die B169 zwischen Klein-Osnick und dem Knotenpunkt mit der L50 gesperrt. Hier wird voraussichtlich bis zum 12. Juli die Fahrbahn erneuert. Die Umleitung ist ausgeschildert. Der evangelische Kirchenkreis hat gewählt. Pfarrer Georg Timme tritt die Nachfolge von Superintendentin Ulrike Menzel an. Der geborene Berliner hat in den 90ern in Cottbus die BTU-Studentengemeinde geleitet. Zuletzt war er als Pfarrer in Brandenburg an der Havel tätig. Superintendentin Ulrike Menzel übernimmt im September eine neue Stelle als theologischer Vorstand der Samariteranstalten in Fürstenwalde. Sie wird am 7. Juli in der Oberkirche verabschiedet. Jede zweite neue Arbeitsstelle in Deutschland wird mit Ausländern besetzt. Das besagt eine Statistik der Bundesagentur für Arbeit aus dem letzten Jahr. Und gerade zieht es viele junge Menschen aus Polen zu uns in die Lausitz. In der Lausitz zu arbeiten und zu leben, wird für unsere polnischen Nachbarn immer beliebter. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, gibt es seit 4 Jahren den deutsch-polnischen Infotag in Guben. Organisiert wird die Veranstaltung von der Agentur für Arbeit gemeinsam mit der Gubener Stadtverwaltung. Trotz drückender Temperaturen, Organisatorin Alexandra Drückler war froh, dass der Infotag auch in diesem Jahr wieder so gut angenommen wurde. Seit der Erstauflage 2016 hat er sich zu einem echten Publikumsmagneten bei den Polen aus der Grenzregion entwickelt. Das Ziel ist vor allen Dingen, den
polnischen Beschäftigten und auch Arbeitslosen die Möglichkeit zu geben, von den Institutionen, die mit dem Arbeitsmarkt in Deutschland zu tun haben, direkt in Kontakt zu treten und das sogar auf Polnisch. Neben der Arbeitsagentur und Gubener Stadtverwaltung waren verschiedene Experten, wie zum Beispiel die Familienkasse, die Deutsche Rentenversicherung oder das Finanzamt vor Ort. Daneben gab es ein großes Angebot von freien Stellen in der Region. So vielfältig wie die angebotenen Jobs, so unterschiedlich waren auch die Beweggründe der Polen, die nach Deutschland kommen möchten. Ich bin der Meinung, dass die ärztliche Versorgung in Deutschland auf einem besseren und höheren Niveau steht. Auch die Beamten sind hier sehr freundlich, viel freundlicher als in der Vergangenheit. Und wir wollen ja nicht auf Kosten des deutschen Staates hier leben, sondern wir möchten hier gerne arbeiten und so unseren Unterhalt verdienen. Ich habe eine Arbeit in Deutschland gesucht, weil ich einfach in Deutschland leben möchte. Die Arbeitsbedingungen sind hier besser, die Löhne sind höher und ich möchte mich auch gerne weiterqualifizieren lassen. Ich suche eine Arbeit in Deutschland, weil die Löhne hier einfach höher sind. In Polen könnte ich von einem normalen Lohn nicht wirklich leben. Und ich möchte gerne neue Menschen kennenlernen. Ich glaube, in Deutschland würde ich mich sehr sicher und wohl fühlen. Einer, der schon vor Jahren den Schritt nach Deutschland gewagt hat, ist Christoph Stobilak. Er arbeitet bei der Gubner Stadtverwaltung. Für ihn war klar, Polen, die in ihr Nachbarland kommen wollen, haben in der Grenzstadt zahlreiche Möglichkeiten. Das kommt darauf an, welchen Ziel man der polnische Bürger hat. Ob er hier einfach nur arbeiten möchte oder ob der Bürger auch hier zum Beispiel auch wohnen möchte. Also in Guben kann man alles anbieten. Es sei denn Wohnungen oder Kita oder Schulplätze, es ist alles ausreichend hier. Auch Alexandra Drögler war sicher, Polen mit ausreichenden Deutschkenntnissen und entsprechender beruflicher Qualifizierung haben gute Chancen, hier in der Lausitz Fuß zu fassen. Im Cottbuser Tierheim wurde letzte Nacht eingebrochen. Als Diebesgut sollte offenbar der Rottweiler Boomer herhalten. Ein Einbrecher befreite Boomer aus seinem Zwinger, konnte ihn aber anscheinend nicht über den Zaun heben. Also blieb Boomer dort angebunden zurück. Am nächsten Morgen haben die Pfleger ihn am Zaun gefunden. Täter und Entführungsopfer kannten sich anscheinend. Das Tierheim hat Anzeige erstattet und ist für jeden Täterhinweis dankbar. Wir bleiben noch kurz im Tierheim. Dort leben neben Rottweiler Boomer auch etwa 100 Katzen. Drei von ihnen suchen dringend ein neues Zuhause. Kuschelalarm im Tierheim. Coco ist unterwegs. Der weiße Schmusetiger ist dem Körperkontakt alles andere als abgeneigt und weicht keine Hand aus. Doch leider lässt sich für ihn nur schwer ein neues Zuhause finden. Das liegt an seinen Ohren. Der Kater ist nämlich so gut wie taub. Das schreckt viele Besucher davon ab, ihm eine Chance zu geben. Anfang Mai wurde er in Sando gefunden, seitdem ist er im Tierheim. Hier wünscht man sich nun schnell einen verständnisvollen neuen Besitzer für den schwerhörigen Kerl. Die 6-jährige Vicky hat nicht so viele Hummeln im Hintern. Spielen ist nicht so ihr Ding, da könnte sie sich noch was von ihrem Zimmerkollegen Sammy abschneiden. Vicky ist seit dem Tod ihres Besitzers im Tierheim. Sie gehört, wie man sieht, zur ruhigen Sorte. Ein entsprechend ruhiger Haushalt würde ihr guttun. Wenn sie aber erstmal auftaut, zeigt sie sich auch von ihrer verschmusten Seite. Das komplette Gegenteil ist da die 3-jährige Lisa. Munter, verspielt und aufgeschlossen, dennoch ist sie schon seit ihrer Geburt hier. Das liegt auch an der kahlen Stelle an ihrem Hinterteil. Man vermutet, dass das stressbedingt ist. Ausschläge sind zumindest nicht zu sehen. Ideal wäre also ein ruhiges Zuhause mit größeren Kindern oder bei einem älteren Paar. Sie verträgt sich auch mit Artgenossen und hat endlich ein neues Heim verdient. Neben Coco, Vicky und Lisa gibt es aber noch viele weitere Katzen im Tierheim, die sich über einen Umzug freuen würden. Die kann man sich auch entspannt vor Ort anschauen. Vielleicht springt dann ja der Funken über. Die Polizei bittet um Mithilfe. Sie sucht nach dem 15-jährigen Justin B.
Er ist in der letzten Woche aus einer Kinder- und Jugendeinrichtung in der Nähe von Finsterwalde verschwunden. Laut Polizei hatte er Kontakte nach Cottbus und Forst. Justin ist etwa 1,85 Meter groß und trägt halblange, kupferfarbene Haare. Wer Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, soll sich bei der Polizei melden. Das ist unter 03 531 7810 bei der Polizeiinspektion Elbe-Elster möglich. Es ist Freitag, das Wochenende steht vor der Tür und Sie haben noch keine Ahnung, was Sie machen sollen. Die Auswahl in Cottbus ist an diesem Wochenende auch sehr groß. Kein Problem, hier ein paar Vorschläge. Sachsendorf-Madlow feiert. Seit heute läuft in Sachsendorf das 21. Bürgerfest. Bis Sonntag hat der Bürgerverein mit verschiedenen Partnern mehrere Programmpunkte geplant. Darunter viel Tanz und Live-Musik. Zum Beispiel gibt Alexander Knappe am Samstag um 21 Uhr ein kostenloses Konzert. Das Programm geht am Samstag von 15 bis 22 Uhr und am Sonntag von 10 bis 19 Uhr. Das Bürgerfest unterm Zelt ist an allen Tagen kostenlos. Bis unter die Decke. Am Samstag und Sonntag läuft in der Lausitz Arena das große Gym City Open. 170 Athleten aus der ganzen Welt treten dabei gegeneinander um den Brandenburg Cup an. Die Vorkämpfer aller Altersklassen gehen am Samstag von 10 bis 18.30 Uhr. Am Sonntag stehen dann die Finalsprünge an. Hier geht es ab 10 Uhr los. Die Finals enden um 13 Uhr. Ein Ticket für beide Veranstaltungstage kostet 5, ermäßigt 1 Euro. Musik in Pücklers Park. Die Stiftung Fürst Pückler Museum Park und Schloss Branitz lädt zum zweiten Branitzer Festsonntag ein. Ab 10 Uhr beginnt der Parkgottesdienst. Anschließend können Besucher von 11.30 Uhr bis 16 Uhr durch den Park schlendern. Unter anderem geben Musiker des Staatstheaters an fast jeder Ecke Konzerte. Es finden auch Park- und Schlossführungen statt. Der Besuch im Park ist kostenlos, die verschiedenen Führungen kosten jeweils 6,50 Euro. Da war für Sie doch bestimmt etwas dabei. Deswegen will ich Sie jetzt auch nicht weiter aufhalten. Planen Sie Ihr Wochenende ruhig schon mal durch und haben Sie eine gute Zeit. Wir sind dann nächste Woche wieder für Sie da. Kollege Christian Risse freut sich schon auf Sie. Bis dahin, machen Sie es gut. Wir bei Expert versuchen alles, um Menschen glücklich zu machen. Mit exzellenter Beratung, Service oder wie heute mit dem Expertenangebot der Woche. Wie der Nikon Spiegelreflexkamera für nur 399 Euro. Nach 100 Euro Sofortrabatt. Expert mit den besten Empfehlungen. In der Nacht wird es wolkig. Vorsicht aber, es könnte zudem auch etwas windig werden. Dabei kühlt es sich auf 20 Grad ab. Am Samstag kommt es bis zum Nachmittag zu einem Mix aus Sonne und Wolken. Wir erreichen Höchstwerte von 32 Grad. Am Samstagabend wird es wolkiger über Cottbus. In der Nacht kühlt es sich auf erfrischende 17 Grad ab. Am Sonntag wird es wieder eine Mischung aus Sonne und Wolken geben. Es bleibt aber trocken. Die Höchsttemperatur liegt bei 24 Grad. Wir schauen auf Ihre Gesundheit, Ihr Team von der Apotheke an der Priomühle. Nutzen auch Sie die Vorteile unserer Prio-Kundenkarte mit 20% Rabatt auf alle nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel.
Bau- und Kraftwerke sollen. Sängerin mit Staatsexamen, TV-Moderatorin und Schauspielerin. Cornelia Schöne bietet Ihnen Unterricht in Gesang und Stimmbildung sowie Sprecherziehung für alle, die im Beruf moderieren oder größere stimmliche Belastungen professionell meistern wollen. Natürlich auch Schauspielunterricht mit seinen ganzen Facetten. Anmeldungen unter 0175 844 2185 oder cornelia.schöne@gmx.de. Herz für die Kinder. Ihre Stadtwerke Cottbus.